Widerspruchslösung bei Organspende. Verschwiegene, kritische Stimmen. Spiegel Online berichtete am 3. September 2018 Folgendes. In der Debatte um weniger Organspender in Deutschland hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine sogenannte Widerspruchslösung ausgesprochen. Widerspruchslösung bedeutet, dass jeder automatisch als Organspender gilt, außer man selbst oder Angehörige widersprechen ausdrücklich. Bisher sind Entnahmen in Deutschland nur möglich, wenn jemand ausdrücklich zustimmt. Laut den Angaben der Deutschen Stiftung für Organspende habe die Zahl der Organspenden im vergangenen Jahr 2017 mit 797 einen Tiefpunkt erreicht. Der Stiftung Eurotransplant zufolge, die als Serviceorganisation für die Zuteilung von Spenderorganen in 8 europäischen Ländern verantwortlich ist, warteten Ende 2017 ca. 7600 Menschen auf ein oder mehrere Spenderorgane. Wegen diesem Mangel an Spenderorganen wird in den Systemmedien seit langem einseitig für die Organspende geworben. Kritische und hinterfragende Stimmen zum Thema werden verschwiegen. Klagemauer TV berichtete bereits in verschiedenen Sendungen darüber und hat im Folgenden die wichtigsten Punkte stichwortartig für Sie zusammengefasst. Der Verein Kritische Aufklärung über Organspende, kurz KAO, lehnt die Widerspruchslösung ab. Und schreibt unter anderem in einer Pressemitteilung Folgendes. Organspender sind keine Verstorbenen, sondern allenfalls sterbende Menschen. Der Grund? Man kann nur lebend frische Organe mit Aussicht auf Erfolg transplantieren. Diese bekommt man nicht von toten Menschen, deren Herz nicht mehr schlägt. Hochrangige internationale Wissenschaftler bezeichnen eine Organentnahme als Justified Killing, auf Deutsch gerechtfertigtes Töten. Überhaupt ist die Gleichsetzung des unwiderruflichen Hirnfunktionsausfalls mit dem Tod des Menschen unter Wissenschaftlern in aller Welt hoch umstritten. Das Gleiche gilt für das dazugehörige Diagnoseverfahren, wie man den Hirntod bei Menschen feststellt. Der Begriff Spende wird hier fälschlicherweise gebraucht, da die Widerspruchslösung einer Zwangsabgabe gleichkommt. Die Menschen werden von offizieller Seite nicht darüber aufgeklärt, was genau sie vor und während ihrer Organentnahme und der Hirntoddiagnostik zu erleiden haben. Wüssten sie davon, wäre es ihnen sicher nicht egal. Ein friedvolles und behütetes Sterben, vielleicht im Beisein von Angehörigen, ist bei einer Organentnahme nicht möglich. Sterbebegleiter sind die Transplantationsmediziner, die in Teams anreisen und nacheinander die Organe entnehmen. Zum Ablauf der Organentnahme im Operationssaal berichten ausgebildete OP-Fachkräfte Folgendes. Die OP beginnt und ein riesiger Schnitt von Hals bis zur Schambeinfuge öffnet den Körper. Das Brustbein wird aufgesägt, Brustkorb und Bauch weit auseinandergespreizt. Jetzt ist es keine normale Operation mehr. Der Vergleich zum Ausweiden drängt sich auf. So geöffnet und seine gesamten Organe darbietend, liegt nie ein Patient vor uns. Hinter dem Tuch, oben am Kopf, wird es unruhig. Blutdruck und Herzfrequenzanstieg beim Patienten. Er ist hirntot. Er sollte keine Schmerzäußerungen zeigen. Er darf keine Schmerzen haben. Oder doch? Wer kann das hundertprozentig sagen? War er schon tot? Oder haben wir das Sterben erlebt? Auch unter Ärzten gibt es viele kritische Stimmen, die die Einführung der Widerspruchslösung ablehnen. Dr. Med Alex Frey aus der Schweiz, wohnhaft in Winterthur, schrieb zum Beispiel in der Schweizer Ärztezeitung Folgendes. Bevor wir über die Widerspruchslösung diskutieren, sollten wir meines Erachtens zuerst nochmals grundsätzlich die Legitimation der Transplantationsmedizin beurteilen. Denn neueste wissenschaftliche Arbeiten kommen zum naheliegenden Schluss, dass beim Tod des Menschen seine Person und sein Körper stirbt. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Transplantationsmedizin, weil somit hirntote Menschen, bei denen ja nur das Hirn, aber nicht der übrige Körper tot ist, nicht mehr tote, sondern sterbende Menschen sind. Ob bei sterbenden Menschen Organe entnommen werden sollten, muss neu beurteilt werden. Dr. Med Urs Emmesiger, ebenfalls aus Winterthur, brachte es wie folgt auf den Punkt. Die Organspender versterben letztlich, und dies im wahrsten Sinne des Wortes unwiderruflich,
an der Organentnahme. Sehr geehrte Damen und Herren, bis heute sind viele Fragen zum Hirntod und zur Organspende ungeklärt. Aus diesem Grund ist die Einführung der Widerspruchslösung weiterhin abzulehnen. Meinung ungeschminkt. Anlässlich des heutigen Tag der Organspende mit der berührenden Geschichte von Renate Greinert zur Organentnahme bei ihrem Sohn Christian. Das Leben von Renate Greinert hat sich von einem Tag auf den anderen gewendet, als ihr Sohn im Alter von 15 Jahren von einem Auto angefahren wurde und schwer verletzt wurde. Nachdem die Ärzte ihn für tot erklärten, musste sie eine folgenschwere Entscheidung treffen. Hören Sie nun einen Auszug aus Ihrem Zeugenbericht. Die Mediziner ließen keinen Zweifel daran, dass Christian schwer verletzt war und wenig Hoffnung auf Rettung bestand. Er wurde beatmet, um sein Bett standen die unterschiedlichsten Monitore und zeichneten Kurven auf. An seinem Bett hing ein Urinbeutel, der sich immer schneller füllte, bis er durch einen Eimer ersetzt wurde. Sein Oberkörper war nackt. Bei seinem Anblick fror ich ganz elendig. Vorsichtig habe ich seinen Arm berührt. Christian war warm. Ich dachte, alle ärztlichen Bemühungen galten meinem Kind. Aber das war ein Trugschluss. Man versuchte, sein Leben zu erhalten und mit seinen lebenden Organen andere Menschenleben zu retten. Die Untersuchungen und Medikamente galten nicht ihm, sondern den anderen. Man hinderte ihn am Sterben, da nur die Übertragung von lebenden Organen den erhofften Erfolg für andere bringt. Die ganze Zeit war die Sorge der Mediziner, dass er doch noch vor der Organentnahme verstarb. Irgendwann wurden wir aus dem Zimmer geschickt. Man wollte ein EEG, ein Elektroenzephalogramm, das die Hirnströme misst, ableiten. Außerdem wartete man auf ein Team von Neurochirurgen. Diese haben wir nicht gesehen, obwohl sich ein Protokoll von 2 Neurochirurgen in Christians Akte befindet, zu einem Zeitpunkt, als wir vor Christians Tür warteten. Stattdessen erschien ein Arzt aus der Notaufnahme, um uns zu erklären, dass Christian jetzt tot, also hirntot, sei. Und sauber, gemeint war frei von Medikamenten. Wir würden gleich um eine Organspende gebeten, so sagte er uns schon einmal vorab, damit wir anfangen könnten, nachzudenken. Wir mussten in ein kleines, dunkles Zimmer zurück, nur erhellt vom Schein der Straßenlaternen vom Licht des Flures. Dort warteten wir zu keiner Bewegung fähig, gefroren in unserem Entsetzen. Plötzlich der Oberarzt. Christian war doch sicher ein sozialer Mensch, der auch an andere dachte. Tat er das? Ich wusste es in diesem Augenblick nicht mehr. Es gibt andere Kinder, die sterben müssen, wenn sie nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Ich war wie versteinert, konnte nur denken, es ist vorbei. Der Arzt drängte, da säßen andere Mütter genauso verzweifelt wie wir an den Betten ihrer Kinder. Aber wir könnten helfen. Ich wollte überhaupt keinen Tod, weder den meines Kindes noch den von anderen Kindern. Ich war nicht fähig zu antworten. Mein Mann gab schließlich den Ausschlag. Ja, wenn man helfen könnte, was würden Sie nehmen, fragten wir. Entweder Herz oder Leber oder Nieren, eventuell Knorpelmasse. Ich konnte nicht mehr in Zusammenhängen denken. Habe nicht mehr realisiert, dass Organe nur in einer Operation entnommen werden können. Unsere Hoffnungen waren brutal abgeschnitten. Wir waren getrennt von unserem Kind, konnten es nicht mehr halten und haben es losgelassen. Wir mussten uns von Christian verabschieden. Die Geräte, an die er angeschlossen war, liefen weiter. Er war immer noch warm. Er wurde weiter behandelt, Infusionen wurden erneuert. Ich konnte seinen Tod im ursprünglichsten Sinn des Wortes nicht begreifen, aber ich habe den Medizinern geglaubt und vertraut.
5 Tage später wurde Christian nach Wolfsburg überführt. Ich wollte ihn noch einmal sehen, noch einmal spüren, anfassen, die Endgültigkeit um einen Bruchteil hinausschieben. Das Bestattungsinstitut riet ab. Er hätte sich zu sehr verändert. Ich hatte keine Vorstellung, was man mir mitteilen wollte. Auf mein Drängen öffnete der Friedhofswärter den Sarg. Ja, da lag Christian, leichenblass, kalt wie Stein, unbeweglich. Obwohl ich nie vorher einen Toten gesehen hatte, gab es keinen Zweifel, jetzt war er wirklich tot. Ein Schnitt zog sich von seiner Kinnspitze bis tief in den Ausschnitt seines Hemdes. Die Augen fehlten. Mein Kind sah aus wie eine ausgenommene Gans. Wozu hatten wir Ja gesagt? Ich musste erst die Akten anfordern, um zu erfahren, dass man ihm Herz, Leber, Nieren und die Augen entnommen hatte. Man hatte ihm sogar die Beckenkammknochen aus dem Körper gesägt und verkauft. Unser Einverständnis zu einer Organentnahme war ungefragt zu einer Multiorganentnahme ausgeweitet worden. Der letzte Blick auf mein Kind hat sich in meine Seele eingebrannt. Vielleicht verstehen Sie mich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht denken Sie, der wäre doch sowieso gestorben, warum nicht noch etwas Sinnvolles mit ihm anfangen? Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, deutlich zu machen, dass Sterbende noch keine Verstorbenen sind. Ein Mensch braucht sein Sterben wie ein Schiff eine Schleuse, wenn es denn gefahrlos in andere Gewässer hinübergleiten will. Mein Kind konnte nicht sicher in seinen Tod hinübergleiten. Sein Lebensschiff ist übergangslos abgestürzt. Mit welchem Trauma haben wir ihn in den Tod geschickt, nachdem die Transplantationsmedizin ihn abgetakelt hatte? Mein Sohn war ein Mensch, ein Individuum, keine Sache und erst recht kein Recyclinggut. Renate Greinert ist inzwischen Vorstandsvorsitzende des Vereins Initiative Kritische Aufklärung über Organtransplantation, kurz KAO. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gestellt, über die verschwiegenen Informationen zum Thema Hirntod und Organspende aufzuklären.